Israel hat zugegeben, bei einem Luftangriff 2007 eine Einrichtung vernichtet zu haben, in dem sich ein Atomreaktor befunden haben könnte. Der Komplex soll sich etwa 450 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Damaskus in der Gegend von Deir Zor befunden haben und war offenbar kurz vor der Fertigstellung. Nach mehr als 10 Jahren werden diese Aussagen Israels als Warnung an die Feinde des Landes gewertet.